werte Freunde der Nacht, wir, es ist tatsächlich Nacht gerade, wir spielen weiter Subnautica. Und ich bin gespannt, wir haben letztes Mal in unserer Folge die Überlebenskapsel reparieren können, haben ein paar Basic-Utensilien gecraftet und uns die Gegend ein ganz bisschen angeguckt. Falls ihr diese Folge nicht gesehen habt, könnt ihr das hier oben gerne noch tun und dann zurückkommen zu dieser Folge, damit ihr natürlich auch den Anschluss nicht verpasst. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns anfangen. Kurzer Werbeplug, falls ihr noch nicht geguckt habt, aber es euch interessiert, auf www.richtigronja.com könnt ihr, wenn ihr das möchtet, Merch kaufen und ihr kriegt diese wunderhübschen Autogrammkarten zu jeder Bestellung dazu. Das heißt, der Link ist in der Beschreibung oder, wie gesagt, hier eingeblendet. Falls ihr irgendjemand von den Leuten seid, die gefragt haben, Ronja, hast du auch mal Merch? Ich weiß nicht, warum ich das in dieser komischen Stimme mache. Dann guckt euch das an, ansonsten lassen Sie es mit dem Spiel anfangen. So, wir gehen raus in die frische Natur und wir brauchen einen Sea Glide, okay? Tatsächlich, warte mal, wir müssen hier in die Oberfläche, sonst wird das hier ganz schön kritisch. Ich habe letzte Folge die Blueprints gefunden für, Moment, kann ich das hier finden? Datenbank, Baupläne. Ich habe gefunden den Bauplan für diesen Seegleiter. Der Seegleiter bietet mir die Möglichkeit, mich schneller durch die Gegend zu bewegen, was eigentlich ganz cool wäre. Dafür brauche ich aber folgende Gegenstände. Wo ist der denn? Sag mal. Wo bist du denn? Hier, Seegleiter. Wir brauchen eine Batterie, Kupferdraht und Titan. Eine Batterie stellen wir her. Wir brauchen noch zwei Säurepilze. Und Kupferdraht stellen wir her. Wir brauchen zwei Kupfererz und zwei Säurepilze und ein Titan. Alles klar? Das heißt, wir machen uns jetzt hier auf die Suche. Hier sind natürlich schon die Pilze. Die Pilze können wir direkt mitnehmen. Da haben wir unsere zwei Pilze. Dann gucken wir jetzt weiter. Ich glaube, das Schwierigste wird wirklich das Kupfer sein. Und Titan findet man eigentlich... Oh, guck mal. Gucken wir mal an. Hier, Metallschrott. Ist es nicht Metallschrott? Zählt das nicht als Metallschrott? Ist mein Inventar voll? Freundchen! Freundchen! Oh, okay, wir sind in der Wasseroberfläche. Wir haben Titan. Wir brauchen Kupfer. Das hier sieht aus wie Kupfer. Kupfer! Okay, wir brauchen noch einen Kupfer. Das geht ja fix hier. Mann, oh Mann. Da bin ich aber fasziniert davon. Übrigens, ich habe letztes Video ein bisschen rumexperimentiert. Normalerweise habe ich hier immer Hintergrundmusik. Ich wollte die atmosphärischen Subnautica... Oh, das war Titan. Atmosphärischen Subnautica-Sounds mitnehmen. Hab aber... Schneide die Pflanze mit dem Messer. Okay. Okay. Genau, ich habe gedacht, ich... Fischli! Okay, der verteidigt nur sein Junges. Das ist okay. Das kann ich verstehen. Ich wollte nicht dein Junges angreifen. Was ich sagen wollte, ist, ich wollte... Ey! Ich wollte... Na komm. Ah! Junge! Lass mich doch mal in Ruhe! Ey, Freund! Freundchen! Der verfolgt mich! Okay. Wir sind sehr low. Wir sind sehr low. Oh, warte, warte, warte. Wir bewegen jetzt die Kamera hier hoch, damit ihr auch mein UI seht. Hier, da haben wir nämlich jetzt das Leben und das Leben ist sehr low, okay? Kritisch low. Zum Glück haben wir hier im Medikit-Fabrikator wieder ein Medikit bereit. Das wäre ja sonst kritisch geworden. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich esse auch noch... Nee, der ist verrottet. Der ist alt. Der gibt zwar noch plus Nahrung, aber minus Wasser. Der gibt auch noch plus Nahrung. Komm, riskieren wir es. Wir geben zwar minus Wasser, aber wir haben, glaube ich, noch Wasser hier irgendwo im Tank. Das heißt, es ist alles nicht so tragisch. Dann nehme ich mir hier eine Flasche raus, trink die einmal. Und komm, ich nehme die andere auch noch. Dann müssen wir irgendwie Wasser wiederherstellen, aber das werden wir schon hinkriegen. Das heißt... aus diesen Blasenfischen konnte man Wasser machen. Neues Objective ist erstmal nicht mehr von diesen komischen Fischen angegriffen zu werden. Auch bekannt als... Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich weiß, dass die im Englischen Stalker heißen. Meine ich. Okay, pass mal auf.
Wir wollen. Oh, Fischli. Wir wollen immer noch Kupfer. Und wir wollen auf jeden Fall Blasenfische, Blubberfische, keine Ahnung, wie auch immer sie heißen, damit wir Wasser herstellen können und nicht verdursten. Ich würde auch noch ein paar von den Glubschern hier mitnehmen, einfach nur für Essen. Die sind ja eigentlich eine gute Nahrungsquelle, wie ich das jetzt hier gesehen habe. Die sind schwer zu fangen, weil die immer in ihren blöden Schwärmen rumfliegen. Aber die Glubscher sind eigentlich klein, aber eine relativ solide Quelle. Was haben wir denn hier unten? Okay, das finde ich jetzt sehr... was haben wir hier? Quarz. Not bad. Hier gibt es noch mehr von den Pilzen. Die Pilze gibt es halt überall, deswegen ist es nicht so wirklich was Besonderes. Kann ich da jetzt weiter rein? Ah, nee, ich habe nur noch 12 Sauerstoff. Sauerstoff an die Oberfläche. Zum Glück haben wir ja das Schwimmkissen. Da ist das alles kein Problem. Er hustet aber. Warum hustest du, mein Freund? Wieso? Ich finde hier nirgendwo diese Steine, wo man den Kupfer rausbrechen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hier ist nochmal... Ah! Ich erschrecke mich zu viel. Hoppala! Ey, wir haben den Glubscher mitgenommen. Alles easy. Wir haben noch das Medikit. Wir haben eigentlich nichts verloren. Junge. Gar nicht beunruhigend sowas, wenn das passiert. Absolut nicht. Jetzt wird mir langsam warm. Ich habe ja vorhin die Jacke angezogen, weil mir kalt geworden ist. Aber jetzt wird mir warm. Okay, wir haben das Titan. das ist der Schock. Wir können eine Batterie machen. Wir wollen immer noch Kupfer für den Kupferdraht. Wir brauchen ein Kupfer. Wirklich, das ist alles, was wir brauchen. Ein Kupfer. Dann können wir... Oh, ein Pfadfinderwerkzeug. Was ist das denn? Setzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um Weg aus Höhlen zu markieren. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll für mich. Scanner haben wir schon. Geräte. Ein wasserdichter Behälter. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir machen uns wieder auf die Suche. Und... Oh, warte. Egal, den Pieper müssen wir noch nicht essen. Also den Glubscher, sorry. Pieper ist der englische Name von dem, soweit ich das nicht gekriegt habe. Hier, die sind überall. Das ist super beunruhigend, okay? Die blöden Fische sind überall. Reparieren. Und, hier. Hör doch mal auf. Lass mich doch mal in Ruhe. Was ist euer Problem? Hör auf. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Boah. Nein, hört doch auf, die sind super aggressiv, die machen mir einen Haufen Schaden, die machen mir einen Haufen Angst, die kommen die ganze Zeit an die Wasseroberfläche. Ich will alles, was ich will, ist hier Kupfer sammeln und dann sowas. Also ganz ehrlich, Sauerei. Ich hab mein Messer, okay? Ich werde mich verteidigen, wenn die hier nochmal aufmocken. Ich nehme hier nochmal so eine... Jetzt ist aber auch mal gut. Also... Bin ich froh, dass ich das nicht in VR spiele. Junge, das ist Kupfer. Junge. Okay. Es wirkt eigentlich so friedlich, aber diese... Die Pirsche, die machen mir echt Sorgen. Also bin ich offen und ehrlich. Die machen mir hier wirklich Sorgen. Hier, ich will so eine Koralle nochmal. So, hier ist noch ein Glubscher. Guck mal, das ist doch alles friedlich hier. Die rennen einfach weg. Die sind so viel schneller als ich. Aber nicht mehr lange, wenn ich meinen Seegleiter habe. Jetzt wird es langsam dunkel. Das heißt, ich bin ganz sicher nicht in der Dunkelheit mit den Kameraden hier unterwegs. So weit kommt es noch. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier noch einmal um und gehen ab in die Rettungskapsel. Ich mag die Rettungskapsel. Wir hören uns. Wisst ihr was? Können wir die Nachricht anhören? Da stand doch, wir haben eine neue Nachricht, oder nicht? Ah, nee, das war nur, dass er das, nevermind. Okay, Fabrikator. Wir basteln uns jetzt ein bisschen Kupferdraht. Und dann sollten wir alle Utensilien haben, um uns den Seegleiter zu machen. Juhu! Ein Seegleiter! Der sieht cool aus.
Der Seegleiter erweitert deinen effektiven Erkundungsbereich und zu deiner eigenen Sicherheit bei Langreisen Vorrat mit. Oh, okay, man kann später wohl scheinbar eine Basis bauen. Das kann ich jetzt noch nicht. Ich baue mir nochmal. Ich lasse mir hier nochmal so einen Glubscher grillen. Und würde den auch gleich futtern, bin ich ganz ehrlich. So. Das ganze Titan und den ganzen Kram, den ich hier habe, würde ich hier einfach mal reinlegen. Einfach mal. Oh, das ist jetzt schon voll. Okay. Hier haben wir leider nicht so viel. Und wir haben eine neue Nachricht im Radio. Empfange zuvor aufgezeichneten Notruf. Spiele ab. Hier spricht Rettungskapsel 3. Laden unsere Koordinaten hoch. Wir stopfen einige Löcher in unserem Notfall-Seegleiter. Also wenn wir zu spät sind, okay, die hatten auch einen Seegleiter. Bitte gehen Sie nicht nach uns. Bitte gehen Sie nicht ohne uns nach Hause. Okay, theoretisch hat er am Anfang gesagt, es gibt keine Lebenszeichen mehr, deswegen... Was? Die Aurora kann eine kleine Quantenexplosion auslösen. Das ist natürlich beruhigend. Das ist natürlich immer schön zu hören. Sehr, sehr concerning. Okay, ich habe jetzt hier den Seegleiter mit unten drin. Dann wäre das wahrscheinlich ganz sinnvoll, das Pad hier rein zu tun. Ich glaube, das ist eine ganz gute Hotbar, die wir jetzt haben. Und die Aurora, also das Schiff hier hinten, hat wohl so viel radioaktive Strahlung, dass es zu einer Explosion kommen kann, was natürlich alles andere als schön wäre. Ansonsten, wir haben diesen Seegleiter, mit dem wir eigentlich halbwegs schnell durchs Wasser speeden könnten und dadurch ein bisschen weiter weg von unserer Kapsel können, was nicht schlecht ist. Und wir haben eine Nachricht von einem Rettungssignal, die scheinbar hier auch irgendwo gelandet sind. Ich bin mal gespannt, ob man von denen irgendwie noch was mitkriegt, beziehungsweise weiß, ob die leben oder nicht. Okay, was ist die nächste Nachricht? Spiele zuvor aufgezeichneten Notruf ab. Hier spricht Ozzy von der Cafeteria. Was zur Hölle ist los? Keiner hat uns gewarnt, dass sowas passieren kann. Unsere Kapsel wurde vom herabstürzenden Seemottendock fast verstört. Und jetzt hängen wir am Rand eines Höhlensystems und dieses grimmig aussehende Schlangenvieh frisst sich durch die Höhle, holt uns endlich. Position des Signals wurde gespeichert. Das heißt, wir wissen jetzt, wo dieser Lifepod ist. Finde ich den jetzt, wenn ich rausgehe? Kann ich jetzt gucken und sehe, in welche Richtung ich muss? Ja, Rettungskapsel in der Nähe eines Höhlensystems wird angegriffen. Gibt's doch nichts Schöneres, als da nachts hinzueilen. Habe ich recht? Oh mein Gott, wir sind schnell. Oh mein Gott, wir sind schnell. Ich weiß, dass in diesem Bereich mit diesen komischen Algen immer die blöden Pirscher sind, aber ich hoffe einfach, dass wir schneller sind als die Pirscher. Ich finde, es hat eine gewisse Schönheit, sich das unter Wasser nachts anzugucken, weil einfach die Fische so leuchten und weil die Musik... Oh, guck mal, hier ist es schon. Weil die Musik auch so mesmerizing ist. Ich finde es wirklich faszinierend. Okay, wir scannen jetzt erstmal hier das Seemottenfragment, was aussieht, als wäre es ein anderes Fahrzeug, beziehungsweise einfach ein richtiges Fahrzeug im Vergleich zu dem, was wir gerade haben. Wir haben ja keins. Ich gucke, ob hier gerade noch irgendwas in der Gegend rumliegt. Wir haben leider nicht mehr viel Sauerstoff. Kurzzeitbeschränkung. Okay, was können wir hier? Wir haben noch ein PDA. Das nehmen wir mal mit. Ansonsten, glaube ich, können wir hier nicht wirklich was bergen. Er nimmt die neuen Daten und wir sollten auf jeden Fall an die Oberfläche. Eieiei, das wird knapp. Ich kann leider mein Kissen nicht benutzen, weil das Kissen zieht dir jedes Mal 10 Sauerstoff ab, um es zu füllen. Das heißt, ich muss hier irgendwie an die Oberfläche. Komm, bitte, 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 lass mich leben. Bitte, lass mich leben. Ich glaube, er lässt mich leben. Puh! Knapp. Wenn man ganz kurz fast oben ist, dann lässt er es meistens. Okay. Wollen wir noch den defekten Seegleiter besuchen? Ja, komm, wir gehen noch zur anderen Rettungskapsel. In Untiefen. In Untiefen. Wir haben jetzt hier ein Seemottenfragment gefunden. Ich bin gespannt, ob wir da noch eins finden, weil momentan haben wir ja noch kein... wie das Spiel aufgebaut ist, kriegt man Blueprints, aber erst abdem man eine bestimmte Anzahl an Fragmenten von etwas hat. Ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zur nächsten Rettungskapsel und das seht ihr dann nächste Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar und dann verlinke ich euch hier nochmal die komplette Playlist mit allen bisher
gemachten Folgen Subnautica, damit ihr euch das hintereinander weg angucken könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!